Hallo Freunde meiner Bücher, mein Name ist Christina Schwarzfischer. Hier hinten seht ihr meine ganzen Werke bisher. Wenn ihr mehr zu mir oder meinen Büchern erfahren wollt, dann besucht mich doch auf der Internetseite www.turmgeschichten.de.tl. Heute gibt es nur eine kurze Lesung von einem Gedicht. Das Gedicht ist in diesen zwei Anthologien mit drin. Beflügelte Poesie ist leider ausverkauft, das hier, aber Kustemose gibt's noch. Der Titel des Gedichts lautet Jessie. Ich weiß noch, als ich dich zum ersten Mal sah, mit deinen wunderschönen Augen und dem roten Haar, dein Gesicht so wohlgeformt und makellos, die Freude über deinen Anblick unbeschreiblich groß. Ich hab mich sofort in dich verliebt und ich wusste, dass es nie eine andere gibt. Denn du bist etwas ganz Besonderes für mich. Auf der ganzen Welt gibt es keine zweite wie dich. Du bist so unglaublich süß, meine Kleine. Deine Augen funkeln und glitzern wie Edelsteine. Und ich schätze mich so glücklich, dass du bist die meine. Du, meine Schönheit, gehörst mir ganz alleine. Das Gedicht ist nur für dich geschrieben. Und ich hoffe, du wirst es so wie ich lieben. Keine sonst wird solche Reime je gewidmet kriegen. Denn keinem anderen kann so viel an jemandem liegen. Wendest du deine großen Augen so bittend an mich, dann weiß ich genau, dass mir daran mein Herz zerbricht. Denn dann hast du so viel Mitgefühl in mir geladen, dann könnte ich niemals mehr Nein zu dir sagen. Wenn du dich so lieblich an mich schmiegst, dann weißt du schon, dass du von mir, was du willst, kriegst. Denn du bist mein allergrößter Schatz, meine niedliche und treue Miezekatz. Das ist Jessie. Das ist meine schöne, schöne Jessie mit den wunderbaren Augen. Ich hoffe, euch hat das Gedicht gefallen. Wie gesagt, in Kuss der Muse ist es mitunter auch drin. Und ich hoffe, wir sehen uns auf meiner Internetseite wieder. Tschüss!